Hallo liebe Internetzuschauer im Internet. Heute wir machen wieder ein bisschen lernen Russisch. Wenn du dich fragst, Onkel Wolf, warum wir lernen immer Russisch? Wozu? Weißt du, was heute ist Englisch, kann morgen sein Russisch. Verstehst du? Так, heute wir in meinem Wohnzimmer, ja? Home Office. Домовой офис. Das ist erste Wort ist отстань. Verstehst du? In Deutsch, das ist ganzer Satz. Lass mich in Ruhe. Verstehst du? In Russisch, отстань. Man schreibt отстань, ja? А sagt отстань. Warum so ist? Wir fragen nach. Алло, bin ich verbunden mit Nummer, was... Ich weiß nicht, warum so man sagt. Gut. Ich weiß nicht, warum man so sagt. Nächste. Du kannst so sehen, ja, ein Wort отстань ist lasse mich in Ruhe. Verstehst du? Du kannst abkürzen deinen Satz. Beispielsweise deine Frau, deinen Mann und sagt, mach das. Sagst du, отстань. Was du kannst vor das Wort nehmen, ist ei und oi. Einfach. Verstehst du? Das ist wichtig in dieser unserer Situation menschliche, ja? Jeder hat verschiedene Meinungen. Das ist auch gut, ja? Aber einer kommt und sagt, oi, deine Meinung falsch, deine Meinung so, deine Meinung. Dann sagst du, oi, отстань. Verstehst du? Ui, отстань. Nächste. Kommt zum Beispiel dein Sohn. Pap, ich bin 34 Jahre, ich kann alleine fahren mit deinem Auto. Lalalalalala. Kannst du sagen? Ei, отстань. Ei, отстань. Wirkung. Gut. Oder meine Lieblingsbeispiele. Dein Chef, wieder schlechte Laune. Ich weiß nicht, was zu Hause bei Chef los ist. Kommen und will schlechte Laune lassen an dir. Dann kannst du sagen, oi, Prinz, kannst du wieder schlecht schlafen oder was? Отстань. Gut. Für nächstes Wort, zwei Worte, ja? Wir Menschen immer, wir gucken immer Handy im Gesicht, immer Nachrichten, immer Fernsehen, immer Zeitung, immer все так schlecht, negative, там все, знаешь, как du guckst, du nimmst Radio an, там и пошло, негатив и все. Und irgendwann du so eine... Traurige Sack, mit traurigem Gesicht. Sack, Gesicht. Verstehst du? Unser Satz, was verändert dein Leben, ist все хорошо. Wenn du schon aussprechen, deine Laune gut. Verstehst du? Schreiben so, все хорошо, wieder mit O, sagen aber хорошо. Warum? Warum? Keine Anschluss unter diese Nummer, ich weiß nicht. Nächste. Все хорошо, ist alles gut. Zum Beispiel, du gehst raus, draußen Wetter, grau, mau, Regen. Gehst raus, guckst in den Himmel, sagst. Все хорошо. Machen deine Laune gut. Oder zum Beispiel, du kannst auch verwenden oi или ай. Verstehst du? Beispiel, wenn dein Chef dich gefeuert, weil du ihn genannt hast Prinz. Gut. Все хорошо. Verstehst du? Gut. Listen, repeat, liebe Interzuschauer, schreib sie mit. Du kannst schreiben, in welcher Situation Дядя Вова soll dir sagen, welche du kannst Russisch anwenden, welche Worte oder Satz. Verstehst du? Kannst du schreiben in die Kommentare. Ja, wir lesen, wir gucken und machen Unterricht. Ja, wenn du zu Hause sitzt, kannst du jetzt lernen. Ой, einschaltывай, и там это, что эти? Подписчики, мисички, что, unter это. Gut.